Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, ich kann weder so gut singen wie die Gruppe Swag, noch kann ich so schwäbisch tanzen wie der Bernd gerade hier vorne. Doch wollte ich auch euch allen ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich werde euch jetzt nicht erzählen, was ich an Silvester gemacht habe. Ich werde auch gleich den nächsten Act ankündigen, aber davor möchte ich doch eins sagen. Das Jahr 2019, ich finde, wenn wir 100 Jahre nach der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts hier stehen, dann ist es auch unsere Aufgabe als Linke, ihnen zu gedenken und deutlich zu machen, dass wir als Linke ihre Haltung, ihre klare Haltung gegen den Krieg schätzen. Und gerade in einer Zeit, in der Kriege um sich greifen, in der die Aufrüstung stattfindet, auch auf europäischer Ebene über eine europäische Armee diskutiert wird. In dieser Zeit ist es wichtig, dass es eine starke Linke gibt, dass es Menschen gibt, die dagegenhalten. Und deshalb freue ich mich auch auf den Wahlkampf 2019, Europawahlkampf, weil wir dort deutlich machen werden, dass wir als Linke ein Alleinstellungsmerkmal in Friedensfragen haben. Doch nicht nur die Europawahlen werden stattfinden. Parallel zu den Europawahlen wird am 26. Mai in vielen Bundesländern gewählt zur Kommunalwahl. Und es wird an uns Linken liegen, deutlich zu machen, dass wir eine Alternative zur Austeritätspolitik haben. Und diese Alternative heißt ein Ausbau der sozialen Infrastruktur. Wir fordern soziale Standards. Die Austeritätspolitik hat in den vergangenen Jahren von Athen bis Zwickau den kompletten Ausverkauf der öffentlichen Daseinsvorsorge organisiert. Und dagegen werden wir auch als Linke ein Zeichen setzen. Es ist sehr undankbar, auf einen Neujahresempfang zu reden. Deshalb werde ich auch nicht allzu lange reden. Doch glaube ich, dass die Wahl 2019, die Europawahlen, tatsächlich eine Richtungswahl werden. Und wir als Linke werden vor der Aufgabe stehen, deutlich zu machen, dass wir gegenüber den Orbans und Kurz auf diesem Kontinent keinerlei Toleranz zeigen wollen. Wir werden vor der Herausforderung stehen, deutlich zu machen, dass wir gleichermaßen aufstehen gegen Rassismus und rechte Hetze, wie auch gegen die neoliberale Politik, die in der ganzen Europäischen Union praktiziert wird. Und das sollten wir möglichst nicht eindimensional machen, das sollten wir möglichst nicht monoton machen, das sollten wir lebendig und kreativ machen. Ich glaube, das können wir sehr gut. Und der Act, der jetzt als nächstes kommt, ist auch ein kreativer Act. Idil Beider wird jetzt als Kabarettistin ihre Vorführung vor uns machen. Und nochmal, am Anfang hat Bernd den Namen ausgesprochen. Er hat schon gesagt, als Schwäbe ist es schwer, englische Wörter zu sagen. Das heißt nicht Gillette Aische, sondern Gillette Aische. Und Aische, ich würde dich fragen, in deiner Rolle, warum Gillette? Für diejenigen unter euch, die das gar nicht wissen, Gillette heißt nämlich Rasierklinge auf Türkisch. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum du dich eigentlich so nennst. Viel Erfolg, viel Spaß. Nummer 1, hallo Abla.